Hallo, hallo. Du musst noch ein bisschen warten, ne? Ja, ich warte ein bisschen. Ich kann ja ein bisschen was zum Mittag erzählen. Genau. Und ja, zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Ich erzähle euch was zum Sonntag. Hallo erstmal. Also, heute machen wir Tabata. Tabata ist ja 8x20 10, also 20 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause, dann gehen wir da. Am Sonntag machen wir mal was Neues. Am Sonntag machen wir mal einen Tabata Extrem. Der Kurs geht auch über eine Stunde. Es sind aber nur 6 Tabata. Nur. Aber der Intervall ist dann 40-15. Also verkürzte Pause und längere aktive Zeiten. Weil Tabata soll ja an die Belastungsgrenze gehen. Und 40-15 werden wir es mal testen, haben wir noch nie gemacht. Mal sehen, wer eher umfällt, ihr oder ich. Mein Problem ist, ich sehe es nicht. Und mein Hund dreht am Rad. Ich glaube, wir haben Toko bestochen mit Leckerlis, damit sie lieb ist. Und jetzt hat sie die Dose entdeckt. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Oder wir fangen an. Das Leckerlis, wir fangen an. Also heute ganz normal, ihr braucht, ach so, bevor ich vergesse, Wasserflaschen, Langhantel und Stepper. Es geht aber auch ohne Langhantel und Stepper, nur mit den Wasserflaschen. So, dann geht's los. Oh,
Wenn du keinen hast, geht das Gleiche auch ohne. Und zwar, mein Mann am Stepper oder ein Mann belasten. Um die Ecke. Gehst du umso tiefer.
legen wir los. Mit dem Bein heben. Denkt dran, der Fuß oder das Bein ist hinter dem unteren Bein und der Fuß geht nicht nach oben, sondern nach unten. Und das Bein ist gestreckt. Hüft dran nach oben. Thank you.
Es geht weiter mit Bankdrücken. Wenn du einen Stepper hast und eine Langhantel, dann leg dich auf den Stepper. Ohne Stepper. Mit der Langhantel geht es auf den Boden. Und auch mit Wasserflaschen geht es auch. Also entweder gleich mit den Wasserflaschen. Schön hochdrücken und weiter hoch. Oder eben mit der Langhantel. Seid ihr noch da? Thank you.
Flaschen oder mit der Langhantel. Thank you.
Denk an das Ziel jetzt mit. Aber mach nicht achtmal und du springst, das wäre langweilig. Seid ihr bereit? Starten mit Reverse Leg. 10 für die Challenge, 20 Sekunden pro Durchgang. Thank you.
geh noch zwei hoch über die Seite. Stop!
die Liegestütze natürlich auch. Körper hat sie mitgezählt. Die Squats auch. Die Squats auch, ja klar. Liegestütze war ja auch immer gemacht, Squats war nicht auch. Morgen Abend ist Jonas da mit dem Easy Functional. Am Freitag machen wir wieder einen Hit mit einem Special Hit dran, 20 Minuten Challenge. Fürs Reverse Plank, mal gucken, wie wir es durchhalten. Und am Sonntag dann Tabata Extreme. Extreme. Bleibt gesund und natürlich dann am Montag wieder Zumba. Bis morgen Abend. Tschüss.